Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Produkttest. Und zwar testen wir diesmal das No Yellow Shampoo gegen das No Orange Shampoo von Fanola. Ihr habt sicherlich auch schon ganz viel davon gehört. Und ich hatte ja einen kleinen Blondierunfall, beziehungsweise habe ich das erste Mal meine Haare selbst blondiert. Das Problem war gar nicht so dieses Blondieren an sich. Also sie sind jetzt nicht kaputter oder so, die sind jetzt einfach gerade strohig. Sondern einfach, dass ich ein Balayage vorher habe. Natürlich nicht drüber nachgedacht habe, das oben länger einwirken zu lassen als unten. Deswegen seht ihr, sind die oben, ich habe schon andere Silbershampoos benutzt bis jetzt, halt eher so orange. Ganz unten haben die eigentlich ein richtig schönes, helles Blond. Ja, und in der Mitte halt dieser Übergang einfach ist ziemlich gelb. Wie gesagt, die sind jetzt weder gekämmt noch sonst was, weil ich das jetzt gleich alles mache während des Tests. Und dadurch, dass mein Mann mir geholfen hat mit dem Färben, fehlen halt auch so ein paar Stellen. Hier zum Beispiel hat er echt erst gar nichts einmassiert mit diesem, von dieser Blondierung. Da werde ich auf jeden Fall mit diesem orangen Shampoo hier arbeiten, beziehungsweise mit dem blauen Shampoo, was ja No Orange heißt. Und das werde ich halt so in diese gelblichen Partien mit reinarbeiten. Ich würde sagen, ich teste das Ganze mal, gebe das mal drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht schon deutlich den Unterschied. Oben am Ansatz habe ich halt dieses blaue Shampoo verwendet und hier in den Längen obenrum dieses lila Shampoo. Und unten habe ich es bewusst ein bisschen rausgelassen, weil die da sehr, sehr hell sind. Ich habe Angst, dass es dann halt grau wird. Deswegen habe ich das nur so ganz leicht im Rest vom Schaum einfach so einmassiert. Mal gucken, wie es aussieht. Ich kann euch nur empfehlen, ich habe leider vergessen, die Anleitung durchzulesen. Beziehungsweise habe ich halt nur geguckt, wie viele Minuten ich das einwirken lassen muss. Ihr solltet Handschuhe tragen. Ja, ich habe gedacht, es ist ein Silbershampoo wie jedes, was nicht abfärbt, aber es ist halt schon krasser pigmentiert. Ich habe jetzt blaue Hände. Zum Glück muss ich morgen nicht arbeiten. Ich habe jetzt schon versucht, mit Aktivkohle und Seife zu waschen. Das hat nicht funktioniert. Ich werde jetzt gleich nochmal mit Nagellackentferner dran gehen und hoffe, dann geht es ein bisschen besser ab. Sonst werde ich das auch nochmal peelen und alles. Naja, jetzt lasse ich das Ganze mal. Eigentlich soll man das halt 1 bis 5 Minuten einwirken lassen. Mir hat schon jemand empfohlen, eine Stunde das einwirken zu lassen. Ich werde jetzt aber einfach mal so ein bisschen gucken und immer mal reinschauen und werde euch dann gleich sagen, wie lange ich es wirklich habe einwirken lassen. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Ich hätte das Ganze, glaube ich, tatsächlich noch länger einwirken lassen können. Das waren jetzt 10 Minuten, die ich habe einwirken lassen. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich es tatsächlich noch länger machen. Vielleicht mal mit einer halben Stunde versuchen oder so. Sieht jetzt gerade sehr fleckig aus, also hier sehen manche Sachen sehen ganz, manche Teile sehen sehr grau aus, manches sieht trotzdem noch so kupfer aus, aber da ja immer alles im trockenen Zustand ganz anders aussieht, föhne ich jetzt mal eben meine Haare. So, jetzt sind die Haare trocken, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Es ist total fleckig geworden bei mir, das haben mir alle empfohlen, alle meinten, das wäre super, also gegen das, was bringen soll, ist es auch super. Also es ist halt wirklich, dieser Gelbstich ist an manchen Stellen halt verschwunden, aber halt an manchen, ihr seht das, ne? Hier ist halt mega, mega silbrig. Hier vorne, das Blaue hat irgendwie gar nichts gebracht, habe ich das Gefühl. Das ist immer noch so ein Kupferton. Puh, schwierig. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich muss das einfach nochmal länger einwirken lassen und vielleicht mehr nehmen, aber würde ich jetzt mehr nehmen? Ich habe jetzt schon eine halbe Flasche da drauf gekippt. Also ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist, keine Ahnung. Jetzt habe ich natürlich auch sehr viel Haar. Ich werde es, glaube ich, nochmal testen müssen mit, ja, dann packe ich mir da eine ganze Flasche drauf, ne? Vielleicht ist es dann nicht so fleckig, keine Ahnung. Also so gefällt es mir auf jeden Fall nicht. An manchen Stellen ist es halt raus. Das ist so dieser Übergang hier, habe ich das Gefühl. Ich habe ja oben drauf dieses Blaue gemacht. Das hat irgendwie gefühlt gar nichts getan. Und dann kam ja dieser, ja, dann habe ich das vermischt mit diesem silbrigen, also mit diesem lila Shampoo. Da ist es jetzt so ganz krass grau. Und da, wo ich das so in die Längen gezogen habe, irgendwie ist gar nichts passiert. Und jetzt hier so vereinzelte Strähnen nochmal. Ich weiß nicht, oder ob die so überblondiert waren, dass sie dann so ein bisschen grau angenommen haben. Liebes Fanola-Team, sagt mir was dazu. Was habe ich falsch gemacht oder habe ich nichts falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt irgendwie mehr davon versprochen. Also zumindest für den Preis. Weil ich habe jetzt, glaube ich, knapp 16 Euro oder so für beide Shampoos bezahlt. Weiß ich nicht. Gefällt mir jetzt gerade irgendwie nicht so. Was sagt ihr denn, ihr Lieben? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja schon andere Erfahrungen damit. Es haben ja auch viele empfohlen, halt einfach dieses Shampoo zu kaufen. Ich meine, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass ich was falsch gemacht habe. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne, was würde mich interessieren.
Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.